BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Er gilt in zahlreichen Medienberichten schon jetzt als Königsmacher bei den Koalitionsgesprächen nach der Bundestagswahl am Sonntag, Christian Lindner. Jetzt war der FDP-Spitzenkandidat und Vorsitzender der Bundestagsfraktion in der BW1-Redaktion in Ehningen und sprach dort über politische Farbenspiele, Inhalte und über die Institution des Regionalfernsehens, die es in dieser Art in seinem Heimatland Nordrhein-Westfalen nicht gibt. RTF1-Chef Stefan Klahner und Reporter und Moderator Roland Steck begrüßten den FDP-Spitzenkandidaten. Dann ging es gleich zur Aufzeichnung der Sendung im Gespräch mit Christian Lindner. Für den FDP-Politiker ist ein Besuch bei einem Regionalsender eine seltene Erfahrung. Denn Regionalfernsehen, wie wir es kennen, gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. In Baden-Württemberg gibt es eben auch Fernsehen aus der Heimat, aus der eigenen Region. Das stärkt den Zusammenhalt. Das ist im Übrigen auch für das demokratische Leben gut. Und nicht zuletzt ist es eine weitere Möglichkeit auch für mittelständische Betriebe, etwa aus dem Handel oder der Gastronomie, auf sich aufmerksam zu machen. Also eine runde Sache. In einer kleinen Studioführung konnte sich Lindner dann anschauen, wie Regionalfernsehen entsteht. Und er konnte auch mal ausprobieren, wie es ist, bei der Moderation im grünen Studio zu sitzen. Einer Koalition mit den Grünen ist er nicht abgeneigt, aber die Inhalte müssten stimmen. Für eine Koalition, egal mit wem, gäbe es Voraussetzungen. Wir wollen ja Freiheit vor Bürokratismus. Es ist uns ein Anliegen, dass wir mit Erfindergeist den Klimawandel angehen und nicht mit immer neuen Verboten. Wir schließen höhere Steuern aus, genauso wie die Aufweichung der Schuldenbremse. Und auf dieser Basis kann man sprechen. Lindners größte Sorge, eine lange, zähe Regierungsbildung im Herbst. Das könne sich Deutschland nicht leisten. Eine Jamaika-Koalition habe 2021 bessere Chancen als noch 2017. Sie sei von allen nach derzeitigen Umfragen möglichen Dreierkoalitionen auch seine erste Wahl. Die politischen Inhalte, die sprechen eher für eine Jamaika-Koalition. Mir fehlt die Vorstellungskraft, wie auf der anderen Seite in einer Ampel man zusammenkommen soll. Die SPD will höhere Steuern, die Grünen wollen mehr Schulden. Rote Steuererhöhung und grüne Schuldenerhöhung, das ist für freie Demokraten nicht so attraktiv. Attraktiv für die FDP dagegen ist eine Politik, die sich um die Wirtschaft kümmert. Das sieht Lindner als Voraussetzung für alles andere, was nach der Wahl angegangen werden müsste. Wir müssen in Deutschland einen selbsttragenden Wirtschaftsaufschwung erreichen. Wir haben ja viele soziale und ökologische Absichten in unserer Gesellschaft, die die FDP teilt. Aber die Voraussetzung dafür, dass man soziale Politik machen kann und ökologischen Umbau erreicht, ist, dass wir eine starke Wirtschaft haben. Um die müssen wir uns allerdings sorgen. Die Sendung Im Gespräch mit Christian Lindner sehen Sie morgen ab 18 Uhr, jede halbe Stunde, immer nach den Nachrichten. Ab sofort können sich auch Menschen ab 60 Jahren ein drittes Mal gegen das Coronavirus impfen lassen, das teilt das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg mit. Die Auffrischimpfung kann dann erfolgen, wenn die Zweitimpfung mindestens 6 Monate zurückliegt. Die Auffrischimpfungen werden ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen und nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung und ärztlicher Aufklärung durchgeführt. Die Hechinger Straße in der Ortsdurchfahrt Bodelshausen zwischen dem Kreisverkehr an der Bahnhofstraße bis einschließlich dem Einmündungsverkehr an der Schubertstraße muss aktuell abschnittsweise voll für den Verkehr gesperrt werden. Bis zum Sommer 2022 soll hier unter anderem das Radnetz ausgebaut werden. Außerdem lässt die Gemeinde Bodelshausen umfassende Leitungsarbeiten durchführen. Die kompletten Baukosten belaufen sich auf ca. 1,5 Millionen Euro. Knapp ein Drittel davon übernimmt der Landkreis, den Rest die Gemeinde. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.